So Leute, da sind wir. Was geht ab, Leute? Heute haben wir Apex Legends mal wieder am Start, Leute. Fortgeschrittene Tipps für Apex Legends. Den ersten Tipp hauen wir mal direkt raus, und zwar ist das schneller Landen. Ja, das wissen einige noch nicht. Und zwar könnt ihr, wenn ihr landet am Anfang, ja, es dauert ja immer ein bisschen, bis ihr dann unten auf dem Boden landet, verliert ihr wichtige Zeit. Wenn ihr schneller landen könnt, seid ihr schneller im Inventar, schneller an den Loot-Punkten, könnt schneller die Waffen farmen, was natürlich am wichtigsten ist, weil dann habt ihr einen kleinen Vorteil, kleinen Zeitvorteil, ja, vor den Gegnern. Und zwar geht es wie folgt: Wenn ihr fliegt, müsst ihr den Stick, beziehungsweise wo ihr hinguckt, in die Richtung einfach hoch und runter bewegen, ja. So, und jetzt seht ihr es, wenn ihr hier, zack, den Stick immer hoch und runter bewegt, ja, dann landet ihr umso schneller. Ist es, hoch und runter schauen, um schneller zu landen, Leute. Zweiter Tipp wäre das Ganze, ja, dadurch, dass es keinen Fallschaden gibt, ja, ist eigentlich auch ganz nice. Es gibt ja keinen Fallschaden in Apex. Das heißt, ihr könnt überall runterspringen, ihr könnt von überall abspringen. Aber gut, ihr seht es, zack, kein Fallschaden. Jungs, haltet durch, Mann. Da habt ihr es gerade wieder gesehen, kein Fallschaden, nein. Dritter Tipp wäre die Seilrutsche. Ja, Seilrutsche ist auch wichtig. Und zwar könnt ihr euch bei der Seilrutsche ein- und aushaken, ja. Und dann ist es schwerer, ist natürlich klar, erstens, für euch die Gegner zu treffen. Wenn ihr in der Seilrutsche seid, dann ist es natürlich schwerer für euch die Gegner zu treffen, aber es ist auch schwerer für die Gegner euch zu treffen. Das heißt, ihr könnt mit der Seilrutsche ganz gut auch von den Gegnern abhauen. Also hier, hier seht ihr, zack, könnt ihr benutzen. So, jetzt könnt ihr natürlich schnell von den Gegnern abhauen. Und ihr könnt auch den Richtungswechsel auch vornehmen, ja, wenn ihr an der Seilrutsche hängt oder an dem Seil hängt, springt ihr einfach einmal hoch, dreht euch um 180 Grad und dann habt ihr halt direkt den Richtungswechsel, könnt halt zack, einmal in die Richtung oder in die Richtung abhauen, je nachdem. Der vierte Tipp wäre, die Rüstung von toten Gegnern aufzuheben, ja. Die Rüstung von den Gegnern ist meistens schon mit Schild aufgeladen. Ja, das heißt, ihr habt eure Rüstung und natürlich eure Schildbatterien. Und ihr könnt euch einfach Schildbatterien sparen, wenn ihr halt die Rüstung von den toten Gegnern aufhebt. Oh, Cosmat kriegt Problem. Nice. Ah, da waren Schildbatterien noch drin. So, zack. Der fünfte Tipp ist, was auch klar ist, im Team bleiben, ja. Und da ist es wichtig, die Pink-Taste auch zu benutzen, ja. Wenn ihr die Pink-Taste benutzt, könnt ihr alles mit markieren. Cosmos hat schon benutzt, Leute, ihr seht es. Das sind die, die Pinks, die er gemacht hat. Sehr, sehr wichtig. Schildzeilen, perfekt. Der sechste Tipp, den ich mir aufgeschrieben hatte, ja. Hier, Lifeline ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Dass ihr immer einmal einen im Team habt, der Lifeline hat, ja. Dann habt ihr halt einen im Team, der ja, die Leute heilen kann, was eigentlich immer perfekt ist. Ja gut, dann werden wir jetzt mal direkt Lifeline nehmen, damit wir Lifeline schon mal sicher haben. Machen wir so. Machen wir es mal so, ne. Wozu haben wir Lifeline dabei? Bleib stehen. So, jetzt konnte ich auch mal für mein Team was machen hier. Siebter Tipp, als Team agieren. Ähnlich wie im Team zu bleiben. Bisschen deutlicher halt, dass ihr als Team agiert, ja, dass ihr schaut, dass ihr wirklich auf die Gegner achtet, auf euer Team achtet. Ach du Scheiße, hier sind drei Stück. Ach du Scheiße. Jungs, holt euch die, komm. Das ist mal wieder optimale Teamarbeit. Oh mein Gott, war das schlecht von mir. Oh shit. Komm Jungs, ihr macht das. Komm Jungs. Die beiden machen das. Cosmos, ich glaube an dich. Nein, Cosmos. Jawohl, Jungs. Ah, da ist er doch. Jawohl, nice. Ja, es war nur noch einer, wie ich schon gesagt hatte. GG, schöne Runde. Achter Tipp mittlerweile ist auch zu Charakterwahl, ja. Also, das wären meine drei Charaktertipps, wenn ihr jetzt zusammen als Team spielen wollt und ich wisst, welche drei Charaktere sollen wir nehmen. Als erstes Bloodhound. Ja, einer im Team Bloodhound. Der zweite Gibraltar. Und der dritte, wie gerade eben angesprochen, Lifeline, ja. Bloodhound scannt das Gebiet. Kann Anweisungen geben, wo die Gegner sich befinden. Gibraltar geht dann ein bisschen offensiver an das Ganze ran und versucht sich natürlich gegen die Gegner zu behaupten, aber kann auch eure
beiden anderen Charaktere dann ein bisschen schützen. Und Lifeline habt ihr sozusagen als Absicherung dabei im Endfight. Das haben wir eben schon gemacht gehabt. Im Endfight ist wichtig, dass ihr eine Shotgun dabei habt oder generell mehr Waffen, die halt für die Nahdistanz wichtig sind. Ja, wir hatten eben die Shotgun dabei und die P90, zwei Nahkampfwaffen sozusagen. Denn am Ende wird der Ring ja kleiner. Ja? Das heißt, der Ring wird kleiner, die Zone schrumpft. Das heißt, es sind mehr Gegner auf weniger Gebiet sozusagen. Ja? Die Waffen, die wir jetzt haben, wäre für unseren neunten Tipp schon mal sehr, sehr gut. Ja? Shotgun und halt hier noch eine Pistole. Okay, Pistole kann man dementsprechend auch gegen eine MP oder irgendwie sowas austauschen. Schön. Nice. Das ist doch ein schönes Ende gewesen. Kommen wir zum elften Tipp, ja. Und dabei handelt es sich um Rauch und Sicht. Das ist nämlich auch sehr, sehr optimal eigentlich, wenn ihr Bungalow habt, könnt ihr die Rauchgranaten starten. Wenn ihr dann das Digital Threat Visier habt, könnt ihr durch die Rauchgranaten durchsehen, was eigentlich sehr, sehr OP ist. Das heißt, Bungalow plus Digital Threat Visier, sehr, sehr nice. Aha. Das ist ein Dreierteam. Ja, das war ein Dreierteam. Dann die Zone als Freund, ja, was ich eigentlich schon die ganze Zeit mache. Zone als Freund benutzen, ja. Das heißt, positioniert euch außerhalb des Rings, erwartet auf die Gegner, die gerade mit dem Ring noch reinkommen, vielleicht geschwächt sind, dadurch, dass sie halt Schaden bekommen haben durch den Ring. Und könnt ihr sozusagen da auch in sehr, sehr geilen Hinterhalt locken, ja. So, jetzt schauen wir mal, können wir die Zone... Habt ihr es gerade gesehen, Leute? Das ist eigentlich perfekt. Das war der Tipp, den wir eben besprochen hatten, Leute. Die Zone als Freund benutzen. Er kam gerade aus der Zone raus. Unser Teammate hat ihn direkt kalt gemacht. Taktischer Rückzug, ja, was auch sehr, sehr wichtig ist. Was viele Spieler vielleicht nicht machen, weil sie, wenn sie im Fight sind, einfach unbedingt auf Biegen und Brechen jetzt diesen Kampf irgendwie gewinnen wollen, was ab und zu eigentlich gar keinen Sinn macht. Also von daher wäre ab und zu auch so ein taktischer Rückzug eigentlich optimal. Ach, da oben. Oh, Jungs. Mach mal nicht alles Auge hier. Uiuiui, war das wichtig. Das war's so erstmal für heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut und ciao, Leute.